lustiger Name auch hier für den Titan. Also Fakt ist irgendwie im Moment soweit so, dass Crusader die Eternals in der Vulkanhöhle, in der großen Vulkanhöhle gestellt haben. Moment, gehen wir mal hin. Rum, rum, rum. So, also hier am Ende hat der Titan von Eternal gestanden und hier sind die Crusader reingekommen, dann ist Eternal runtergesprungen. Man mag jetzt davon halten, was man will. Und dann hier bis in den Eingang gelaufen, wo sie jetzt auch noch stehen. Der erste Titan von Geizlos Glücklich wurde umgebracht. Die hatten allerdings zu dem Zeitpunkt wohl noch irgendwie Paracer und noch Zeug auf irgendwelchen anderen Tieren oder einem Raumtor oder so. Und dann haben die sich einfach kurzzeitig einen zweiten getankt. Lustigerweise haben die, glaube ich, mittlerweile noch einen. Der eine steht in der Unterwasserblase, wo wir gerade waren. Dann ist noch der Titan von den Crusadern da, der hinten auf Tropical Island North stand, da hinten bei dem blauen Obelisken, wollte ich sagen. Genau. Und dann muss noch ein Titan im Spiel sein, und zwar auch von Geizlos Glücklich. Und das hier hinten, hier hinten stand der Titan von Infinity, der wurde umgebracht. Offline gekillt, ich weiß jetzt aber auch nicht von wem. Aber Geizlos Glücklich müsste eigentlich noch einen Titan haben. Die beiden hier sind unterwegs irgendwie, um den nächsten Titan zu tailen. Was sie jetzt vielleicht auch gerade sogar machen. Na, das ist schon relativ schwierig mit dem Katapult den Kopf vom Titan zu treffen. Vor allem, wenn der sich dabei auch noch bewegt. Und auch immer wieder in irgendwelchen Felsen drin steckt. Auf jeden Fall erstmal ein dickes Respekt irgendwie daran, dass sie nicht aufgegeben haben, nachdem ihr Titan down war. Und sich einfach in der freien Wildbahn quasi einen neuen besorgt haben. Achso, genau, was wollten wir eigentlich noch? Eigentlich wollten wir noch gucken, wo Titan Nummer 4 ist. Am Konto stehen. Ja.
Eispalast wäre noch eine Möglichkeit. Gut, jetzt gehen wir mal eben durch. Der sieht nicht mehr gut aus, der Fahrradsohn. Ganz schön spannend hier. Thank you.
Jo, auf jeden Fall relativ witzig. Das hier Teil Nummer 2 von den Geizlos Glücklichen, die, wie gesagt, relativ am Anfang ihren Titan verloren haben, aber dann innerhalb der Staffel geschafft haben, sich zwei neue Titans zu tamen, beziehungsweise vielleicht mit ein bisschen Glück und den beiden da hinten vielleicht auch noch einen dritten. So, dann gehen wir jetzt auch noch mal kurz gucken. Und die Jungs sind tatsächlich noch dabei. Scheint auch eine ziemlich lästige Angelegenheit zu sein. Mal gespannt, ob denen das gelingt. Ich muss jetzt aber auch noch mal los und noch andere Sachen tun. Okay, ich weiß gar nicht. Dann bis später. Okay, das können wir uns doch irgendwie nicht entgehen lassen. Wir haben das gerade tatsächlich noch hingekriegt, nicht zu fassen. Das ist jetzt Titan Nummer 3. Von Geizlos Glücklich. Ich weiß nicht, was die mit den ganzen Dingern vorhaben. Ich meine, theoretisch brauchen wir auch eine Mannschaft, um die zu besetzen und, ne? Andererseits muss man das Ding auch erstmal down machen, aber man kann auch schwerlich irgendwie selbst mit den Einstellungen drei von den Dingern richtig ausrüsten. Aber es ist witzig, so ein Ding immer noch in der Hinterhand zu haben, ne? Wir haben euren Titan gekillt. Ja, okay, wir nehmen unseren nächsten. Wir haben den nächsten Titan gekillt. Oh, wir haben noch einen. Ist auf jeden Fall eine relativ witzige Angelegenheit. Muss den lassen, irgendwie ist auch gut gemacht und gut durchdacht gewesen. Dass der Titan am Ende wohl auch flüchtet, scheint echt ein nerviges Prinzip zu sein. Aber, ne? Ganz zickig dabei, die Jungs. Gut, das soll es dann aber auch jetzt erstmal gewesen sein.